Ich bin Sebastian Schwarz, ich spiele den Ralf Peng. Achso, Nina Wetzel, ich mache Bühne und Kostüme. Und deshalb starte ich meinen Wahlkampf mit dieser zentralen Forderung. Die Frauen im Keller müssen weg. Also Ralf Peng ist ein Kind, was wir begleiten von der Geburt an bis zu seinem fünften Lebensjahr. Ralf Peng hat von Anfang an klargemacht, dass nichts ihn aufhalten kann und jetzt nimmt er den Weg zur angestrebten Weltherrschaft. Die Idee des Bühnenbildes ist eigentlich schon entstanden, bevor das Stück geschrieben war. Die Idee war dann plötzlich, ich mache einen Raum, der nur Greenscreen ist und wo praktisch oben eine Leinwand ist. Es gibt zwei Perspektiven auf die gleiche Szene und unterschiedliche Wirklichkeit und man kann eigentlich alles herstellen. Genau, das ist, finde ich, ein super Bühnenbild, was Nina da gemacht hat, weil ich finde, dass diese Symbolik zu zeigen, dass die mediale Welt, die uns sozusagen die Bilder vorgaukelt und die wir dann glauben sollen, ja, du hast hier unten Bilder, die völlig anders wirken als das, was dann oben die Zuschauer über das Medium Leinwand sehen. Und das finde ich genial gelöst. Sag mal, intellektuelle Haarspalterei ist das, aber darauf fallen meine Wähler nicht rein. Ich glaube, es wird mir hier zugestimmt, wenn ich sage, Tom, halt deine beschissene Lügenfresse! So. Bei Marius, ja, die Qualität der Stücke ist ja, dass es nie eine komplette Komödie ist oder nie ein komplettes Drama. Ich meine, das ist bei allen guten Stücken so. Und ich glaube, dass diese ganze Weltlage gerade, ja, dass ihn das so bewegt, als politisch denkenden sozialen Menschen, dass er das versucht hat, hier in das Stück quasi permanent einfließen zu lassen. Und das ist die Qualität von Marius, dass er aus dem Kleinen, nämlich uns hier so eine Hauswelt zu zeigen, so eine Prenzlauer Berghauswelt, damit das große Ganze erklärt. Und ich denke, das ist die Qualität des Abends. Hoffentlich kriegen wir das dann auch so hin, dass ihr das da draußen so empfindet. Peng.